Hallo und willkommen zurück zu Call of Duty World War II Private Beta. Ich habe hier gerade nochmal gesehen unter Soldat, dass man hier auch direkt die Punkteserie einschalten kann. Unter anderem haben wir hier die Molotovs, Aufklärer, Vorräte, Mörserschlag, Gleitbombe, Jagdpilot, Artillerie und Fallschirmjäger. Den Jagdpilot haben wir schon gesehen in der ersten Runde. Und hier kann man auch noch ein bisschen auf die Akte gehen und dann seine Gesichter machen. Die können uns hier auch Frauen als Soldaten nehmen. Wobei mir das eigentlich hier im Grunde egal ist. Der Boy hier war schon ganz gut. Visitenkarten können wir hier auch wieder machen. Aber hier was Schönes. Normandie ist eigentlich schon ganz cool. Komm, machen wir mal Normandie, Embleme. Da könnte man sich dann sogar später eventuell wieder eigene machen. Einen geilen Clan-Tag kann man ja auch wieder machen. Komm, machen wir doch mal hier CF. Jetzt möchte CF-Fieber. Okay, und ich habe überlegt, diesmal suche ich kein Team Deathmatch, weil sonst rege ich mich wieder nur drüber auf, dass ich blöd spawne. Ich glaube, ich zocke. Herrschaft war nie so mein Ding. Nehmen Sie die Stellung ein. Ich glaube, das hier nehme ich mal. Und gucken wir mal, was wir hier so finden. Ja, direkt eine Lobby gefunden auch. Nice. Ah, da ist doch die Map Aachen, an der ich in der Folge zuvor gesprochen habe. Mal gucken, ob ich da mit Action wiedererkenne. Aachen ist ganz bei mir in der Nähe, 40 Minuten Zugfahrt entfernt. Den Dom würde ich sogar erkennen. Und den Bahnhof. Ja, genau, steht ja die Car jetzt mittlerweile drin. Ist schon schön hier. Die Stellung ist in Feindeshand. Sorry, nicht die Car hier. M1 Garant ist das. Schon wieder schön hier in der Hand zu halten. Fühlt sich gut an. Oh, da habe ich gerade eine kleine. Oh, da warten sie also mit ein paar Leuten. Die Stellung wird überrannt. Brauchen Verstärkung. Sichert und verteidigt die Stellung. So, jetzt muss ich hier natürlich auch. Hier komme ich nicht weiter. Erstmal auf die Karte. Ist immer das Schwierige. Bei COD fand ich immer auf die Karten klarkommen. Ich muss da schon drin stehen, ne? Nein! Das Aiming läuft gerade irgendwie noch nicht so gut. Aufklärung aktiv! Wir haben ein Auge am Himmel! Und sag ich die ganze Zeit mit der. Ich will da keinen Feind mit sehen! Der M1 gerannt. Stellung abgeriegelt! Aua. Oh, das Problem jetzt. What the? Nein! Mausi-Top! Ich hab gerade ein bisschen Müll, aber ein bisschen Müll, die Form, muss ich sagen. Werfe eine Granate! Sichert und verteidigt die Stellung! Die Stellung ist in feindlichen Händen! Vorrücken und Position einnehmen! Brauchen Verstärkung! Verdammt, ey, scheiße, was ist denn los hier? Richtiger Noobie-Boy. Das gibt's doch nicht. Neue Stellung, ich will da keinen Feind sehen. Nein. Mann, ich bin so ein Noobie, ey. Keinen einzigen Kill gemacht. Feindlicher Aufklärungsflieger entdeckt! Die SCG. Okay. Okay. Ich glaube.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin irgendwo rausgeflogen gerade. Jetzt weiß ich nicht, ob es an mir lag oder ob an den Servern. Das muss ich doch jetzt hier nochmal überprüfen. Gleich. Gucken wir doch mal, ob ich suchen kann. Ich probiere auch nochmal Stellung. Ich glaube, es lag nicht an mir. Und jetzt sind wir wieder auf Gibraltar. Okay. So, ich hoffe, diesmal kriege ich ein bisschen was hin. Ich gebe der Emma als Garant nochmal die Chance. Ich habe extra meinen geilen Token dafür ausgegeben und da bin ich so ein Noob mit der Waffe. Ist auch scheiße. Stellung! Ich komme ja natürlich auch die ganze Zeit in die Kampagne. Ist natürlich gut, dass da hier so ein Noob drin ist. Jawohl, ich hab Kill! Feindlicher Aufklärungsflieger entdeckt! Easy game! Stellung in den Händen von Verbündeten! Feindliche Bombe im Anflug! In Deckung! Oh nein! Die Stellung ist in feindlichen Händen! Vorrücken und Position einnehmen! Die ist gerade hier links gelaufen. Position der Stellung bestätigt. Nein, da kommt der von hinten. Die Stellung wird überrannt. Verdammt. Brauchen Verstärkung. Ich habe kurz überlegt, die Granate zurückwerfen zu wollen. Hätte sogar, glaube ich, geklappt von der Zeit. Aber ich war zu weit weg. Später. Stellung in den Händen von Verbündeten. Die Aufklärung ist das Ziel. Die Stellung wird überrannt. Brauchen Verstärkung. Die Runde ist schon wieder vorbei. Vorräte unterwegs. Schützt die Abwurfzone. Och Mann, ich will immer umlaufen. Die Stellung wird überrannt. Brauchen Verstärkung. Geil. Geiler Typ. Aufklärung aktiv. Wir haben ein Auge am Himmel. Neue Stellung. Ausrücken. Nein, der ist doch nicht. Oh, ich dachte, der wäre tot. Stellung gesichert. Ja, lag der kurz, als ob der da. Also, Koordinaten ich dachte, bestätigt. So Feuer auf das Ziel. Ja, gut, falsch. Aber jetzt sind wir auch endlich mal, oder? Die Aufklärung sucht nach Zielen. Der Kollege steht da schon. Die Stellung ist in feindlichen Händen. Vorrücken auf Polierung. Wir haben das Auge am Himmel. Ich denke hier manchmal ein Stellung bisschen gesichert. Zu Rainbow-mäßig. Ich versuche dann da eher ein bisschen ruhiger, taktischer dran zu gehen. Und vergesse dabei, dass COD Lenkbombe genau das abgeworfen ist. Dass man reinlaufen muss. Das war jetzt der Feind am Boden! In der Luft! Bisschen aggressiver. Neue Stellung! Schneller ich will spielen. Da keinen Feind sehen! Das ist gerade ein bisschen. Stellung in den Händen von Verbündeten! Werfe eine Granate! Die Stellung ist in feindlichen Händen! Früher Vorrücken und Position einnehmen! Verteidigt die Stellung! Spieler. Ich war mal eher Rusher als. Rückzug! Als Rückzug! Also was? Außer in der Verteidigung. Also wir haben immer so unterschiedlich. Ganz knapp hier verloren, ne? Ja. Dann sind wir nochmal gut dran gekommen. Ach da. 2-7, ja. 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 Könnte besser sein. Ah gut, hat einer 16-28, ja gut. Sehr gut, habe ich jetzt auch wieder einen Token freigeschaltet? Ja, ich habe einen Token freigeschaltet.
Anpassung. Kann ich jetzt hier nicht auf meinen. Doch, kann ich. Hier sind auch Gewehrbajonette, Scheidempfer. Ah ja, das hätte ich ja alles gelesen hier. Okay. Hey, ich bleibe erstmal hier bei dem Typen. Ich guck mal, was ich hier. Sie können schneller. Ja. Hey, ich mach mal hier Eile. Und vielleicht bräuchte ich mal eine MP. Ich probiere mal mit einer MP zu zocken hier. So ein bisschen auf Geschwindigkeit, das ich vielleicht gerade angesprochen habe. Ein bisschen Tempo hier reinkriegen. Und hoffentlich mal ein paar mehr Kills machen hier. War ja die erste Runde echt noch die beste bei Team Deathmatch. Na, habe ich mich da umsonst aufgeregt. Sollte vielleicht wieder Team Deathmatch spielen. Probieren wir doch mal hier mit dem Fehler zu kommen. Mal hinfahren. Neue Stellung, ausrücken! Da. Der Feind hält die Stellung! Oh, das war sehr gut, lieber. Granaten waren leider noch nie meine Skills in keinem Spiel. Da sollte ich vielleicht mal ein Highlight-Video draus machen. Wobei bei Rainbow ich jetzt nicht so oft mit Granaten spiele. Abgesehen von fetten Granaten, und die werfe ich auch schon manchmal richtig scheiße. Ich hab keine Munition! Verdammt! Hat das nicht geklappt, die rechtzeitig zurückzuwerfen? Wie komme ich denn jetzt am Schloss? Die Stellung ist in unseren Händen! Ich glaub, kaum, ne? Der Feind hält die Stellung! Stellung abgeriegelt! Die Stellung ist in Feindes Hand! Danke, Kollege. Neue Stellung! Ich will ja keinen Feind sehen! Der Feind hält die Stellung! Achso, Gott versetzt die Stellung. Muss ich jetzt nicht mehr schießen? Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft! Gerade. Muss ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen? Das fühlt sich ein bisschen anders an. Zumal halt auch durch Kim und Korn. Nicht über ein Visier. Aber hier. Feindliche Bombe im Anflug! Zeit. In Deckung! Ja, schöner Fußfetisch hier. Fuß geschossen. Ich glaube, wenn ich mal da bin, dann ist das schon wieder mal zersetzt. Nein, hätte ich Nahkampf machen müssen! Fuck! Wir haben schon starke 7 Punkte bekommen. Ich glaub, die neue Stellung! Gehört. Ausrücken! So, 25 ist die. Stellung eingenommen! Verteidigt sie! Ja, komm, dann stellen wir uns hier auch mal in dieser. Perfekter Schuss! Verdammt, da kommen sie natürlich genau in dem Moment von rechts ein. Die Stellung ist in Feindes Hand! Kopf. Der Feind hält die Stellung! Die Stellung ist in Feindes Hand! Die Stellung ist in Feindes Hand! Der ist tot! Der Feind hält die Stellung! Die Stellung ich ist in unseren nicht Händen! Ich dass das ein Gegner war. Der Feind hält die Stellung! Nein! Ich hab Stellung noch eingenommen! Gegeben, verteidigt sie! Egal, der zweite Feind hält die Stellung! War von mir ganz gut. Position der Stellung bestätigt! So, das langsam läuft doch ein bisschen besser, würde ich behaupten. Aber nur langsam. So, los, die Stellung jetzt. Lade nach! Brauch Deckung! Nee, der Feind hält die Stellung! Oh, danke, Stellung Kollege. Gesichert!
Also die Position hier kann ich jetzt schon nicht leiden, die geht mir voll auf die Nerven. Die Stellung ist in Feindes Hand! Gleich wieder von hinten getötet. Aufklärungsmaschine sucht nach Zielen. Das ist gut. Neue Stellung! Ich will da keinen Feind sehen! Gut. Der Feind hält die Stellung! Vorräte sind in der Luft! Den Zielbereich schützen! Die Stellung ist in Feindes Hand! Stellung abgeriegelt! Jagdflieger nähert sich dem Ziel. Fritz X Bombenmission ist gestartet. Nein, verdammt. Egal, läuft auf jeden Fall schon mal. Ich bin gerade leider ein bisschen ruhiger, weil ich mich ein bisschen konzentrieren schon wieder dafür. Aber es läuft auf jeden Fall schon ein bisschen besser hier mit der AG. Der Feind hält die Stellung. Bin ich auf jeden Fall schon zufriedener als zuvor. Verstärkung! Neue Stellung! Ausrücken! Der Feind hält die Stellung! Da bewegt dich was! Hab das mal! Bereit. Jawohl, mein erstes Aufklärungsflugzeug. Aufklärung in der Luft. Die Stellung ist in Feindes Hand. Mit X-Bombe bereit. Nice. So, jetzt keine Ahnung, wie das Teil funktioniert. Fritz-X-Bombenmission ist gestartet! Aufklärungsflug ab! Position der Stellung bestätigt! Wie hieß das nochmal? Predator-Rakete bei COD... Ich weiß nicht, welches Teil COD, also 8, 7, 9 oder sowas. Aber MD war das, glaube ich. MD2. Ich weiß gar nicht genau, was das war. Ich brauche mal eine neue Waffe. Die Stellung ist in Feindes Hand! Scheiß Flagge hier da oben, die da weht. Ne? Dieser Schatten, dadurch denke ich auch jedes Mal, dass dein Gegner wäre. Aufklärung in der Luft! Vorräte sind in der Luft! Den Zielbereich schützen! Artillerie ist bereit! Wartet auf Koordinaten! Die Stellung ist in Feindes Hand! Die nächste Stellung lege ich in der Artillerie. Stellung eingenommen! Verteidigt sie! Der Feind hält die Stellung! Position der Stellung bestätigt! Verdammt! Der Feind hält die Stellung! Okay, so mal gucken, wie die Artillerie hier ist. Mörser eingesetzt! Die Zone wird angegriffen! War das Problem, dass... Batterie 1 feuert! So, Zielposition bestätigt! Genau, die schießt jetzt sehr viel schneller. Das war bei der Artillerie bei COD World of War immer ein Nachteil, dass es lange gedauert hat, bis sie geschossen hat. Ich konnte den Gegner aber schon längst wieder weg. Stellung abgeriegelt! Hält sogar recht lange. Der Feind hält also die Stellung! An richtigen Punkten oder sowas ist die Artillerie, glaube ich. Die Stellung wird überrannt, brauchen Verstärkung! Die Aufklärung sucht nach Zielen! Fritz X-Bombenmission ist gestartet! Neue Stellung! Ich will da keinen Feind sehen! War vielleicht blöd, direkt loszulaufen. Der Feind hält die Stellung! Wo ist denn das? Hier, ne? Der ist erledigt! Boah. Dieser Sprung von ihm hat mich ein bisschen überrascht, aber ich glaube, der ist gegen mich gesprungen und dadurch in der Granate dann stehen geblieben. Und gestorben, also. Geht doch zur Hälfte auf mich.
eingenommen! Verteidigt sie! Nein! Ach man, da kommt er natürlich genau dann, wenn ich da weggehe, ne? Das ist doch wieder typisch, ey. Das ist mein Glück in jedem Spiel. Neue Stellung! Ausrücken! Ich hasse es. Ach, ich bin so ein Idiot. Der Feind hält die Stellung! Wow. Ich wollte nur von der anderen Seite angreifen, deshalb bin ich hier gestorben. Die Stellung ist im Feindeshand! Das war bad. Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft. Stellung abgeriegelt. Das war leider sehr schlecht. Sie müssen gleich vorbei. Zwei Minuten noch. Werfe eine Granate! Steh auf der Mann, ey, muss man die zweimal hitten mit dem Nahkampf? Das ist scheiße, das mag ich nicht. Neue Stellung, ausrücken! Genau wie bei Battlefront Star Wars. Wenn man wieder zweimal schlagen muss, um die zu töten, das fand ich immer sehr, sehr nervig. Dann hat man schon eine Reaktion und macht den Nahkampf. Ja, und dann ist er trotzdem der Tod, weil er nicht schießt. Die Unterbeschirmung! Okay, das war ein bisschen lucky. Feindliche Bombe im Anflug! In Deckung! Wenn ich schon angefragt gewesen wäre, dann hätte es, glaube ich, gereicht für den Typen. Die Stellung wird überrannt! Brauchen Verstärkung! Der Feind hält die Stellung! Oh, das ist die Granate, aber leider besser als meine. Macht weiter so, dann werdet ihr alle an die Ortsfront versetzt! Macht weiter, sonst werdet ihr was von versetzt, ey. Das Spiel. Lord. Da war der Kopf meiner Meinung nach schon weg. Ja, schade, ich bin durch den letzten Tod nicht mehr positiv, sondern neutral gewesen. Egal, das war auf jeden Fall mit der MP eine deutlich bessere Runde als vorher. Ich hatte alle drei Killstreaks, die ich haben kann, habe ich bekommen. Level 3 bin ich aufgestiegen. Und einen guten Schritt schon mal für Level 4 gemacht. Ein paar Sachen freigeschaltet. Das war doch. Ich bin zufrieden mit mir. So, gucken wir uns noch schnell meine Medaillen an. Ja, wie gesagt, war gut. So, aber ich mache jetzt wieder den kleinen Cut. Bis zur. Also, ich denke, es wird auf jeden Fall noch eine Folge geben und. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.